Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind immer noch in... Oh Gott, wer ist hier? Schleide? Oh, und unser Plan als nächstes ist, wir sollen nach Weideburg. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nach Herzhofen zurückreisen. Aber... Reisen... Erst nochmal nach Erzelingen. Ich habe einen Plan. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, ob der Plan überhaupt funktioniert. Nee, der Plan funktioniert noch gar nicht. Wir brauchen ja noch Stärke. Okay, dann können wir da knicken. Dann reisen wir erstmal nach Erzelingen. Also nach Weideburg. Wir sind ja gerade in Erzelingen. Aha. Okay. Auf nach Herzhofen. Gut. Das kann wieder weg. Ist meine Pokémon voll geheilt? Jo. Und was sagt unser Ei eigentlich? Ist das mittlerweile an einem Part, wo es schlüpfen will? Oh. Offensichtlich nicht. Na gut. So. Geben wir uns auf eine neue Route. Ist wieder so ein Baum, den wir mit Honig bestreichen können. Yep. Die Polizisten hier sind tagsüber egal. Wenn ihr aber nachts hier vorbeikommt, dann kämpft ihr gegen euch. Das haben wir auch noch nicht. Okay. Kämpfer gegen die alte Dame hier. Die hat also ein Roselia. So, Groot müsste reichen. Haben wir Level 35 für Pampiro. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir den Herrn hier auch noch mit. Denn das sind so die beiden Charaktere, wo man auch mit recht gut Gold farmen kann. Oder Geld. Dollar. Die geben recht viel Gold und mit dem Kampfhahn da könnt ihr die halt öfter wieder herausfordern. Oh nein, es hat heute eingesetzt. Wir können nichts mehr tun. Mit Top-Genesung. Auf dem Level 19 Plauder-Guy. Ah ja, musst du jetzt wissen, ne? Okay. So, was haben wir hier? Von ihm kriegen wir 8000. Wenn wir die über den Kampfhahn da wieder herausfordern, dann ist das auch mehr als 8000. So. Thema 11, Sonntag. Gut. Platz der Treue und das Pokémon-Landgut gehören dem gleichen Besitzer. Was? Du.
Schnösel Werner. Der sieht auch sehr schnöselig aus. Und hat einen Duxtra. Also, ein Duxio noch. Zack. Ich habe den Siegtring nötig gehabt, naja. Dann kämpfen wir noch gegen seine Dame hier. Also, keine Ahnung, ob es seine Dame ist, aber gegen die Dame hier. Ein Haspyroar. So, einmal Steigerungshieb. Und dann war es das auch schon wieder. So. Bidip. Hier geht es zum Zielgarten. Es steht allen Besuchern offen, aber Vorsicht, im Garten können plötzlich viele Pokémon auftauchen. Überraschung. Und sie mal um. Okay, sie macht nur eine kurze Pause. Hat sei ihr gegönnt. Wusstest du, dass man im Ziergarten Pokémon fangen kann? Cool, eine Sanftglocke. Okay, okay. Da ist noch ein Item. Ein Superball. Ja, sagen wir nicht nie. Das war die eine Seite von dem Haus. Ich glaube, hier drüben ging es auch noch rein. Ja. Herr Reichedel ist der Besitzer des Anwesens. Dies ist sein Büro. Rein. Reinspaziert. Willkommen in meiner prächtigen Residenz. Hier gibt es vieles, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist mein traumhaft schöner Ziergarten. Warum weit reisen, wenn Pokémon sich ganz von alleine in meinem prächtigen Garten tummeln? Du bist herzlich eingeladen, ihn dir anzusehen. Bitte nur zu. Cool. Das hatten wir schon. Seine Herrschaft genießt es wirklich sehr, starken Trainern seinen prächtigen Ziergarten zu zeigen. Mhm. Tut mir leid, aber das Berühren dieser Statue ist strengstens verboten. Da liegt noch ein Pokéball. Angeberei, ja, passt irgendwie zu dem Ort, ne? Ja, passt irgendwie sehr gut zu dem Ort. So. Was ist hier? Ah, unbefugtes der Zutritt, also nicht erlaubt. Dann gucken wir doch mal in den wunderschönen Ziergarten. Was haben wir denn hier so? Ein Rosilia. So, da fangen wir uns einfach mal kurz. Ja, hier wird gar nichts schief laufen, Papiro. Ui. Uiuiui. Mal gucken. Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht damit. Also, Siege ist natürlich. Man werden ja nicht getötet. Na gut. Beutel.
So. Gucken wir mal, ob wir noch eins sehen. Nee, aber ein Pikachu. Ein Pikachu. Okay, ich glaube, ich muss die wirklich einfach mit dem Ball fangen. Ein Schraffier brauche ich nicht. Ich möchte wenigstens ein Pokémon jetzt hier noch fangen, was ich... Das könnte man jetzt fangen, aber... Das braucht man halt nicht. Ein Pichu. Versuchen wir da zu fangen. Tada! Ein Roselia wäre trotzdem noch cool, ne? Wir haben bisher gar kein Pflanzen-Pokémon so. Einfach versuchen, mit dem Ball zu catchen. Entweder klappt oder klappt nicht. Und klappt nicht. Wir hatten doch hier Superbälle. Gib mir einen Klaps. Ja, das ist ja diesmal nicht sehr effektiv, stimmt. Das sollte nicht von hinten. So, neuer Versuch. Das gibt's doch nicht. Superball. Geht doch. So. Ja, nee, ab in die Box. Okay, wir gucken jetzt nochmal, ob wir hier ein Roselia kriegen. Nö, wir haben alle Pokémon leer gefischt. Da ist es. Okay, Tempo-Hieb. Ja, wir müssen Pokébällen fangen. Bitte, gucken, ob das klappt. Ah, das sieht gut aus. Das ist perfekt.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon. Das ist sehr gut. Gut. Dann sollte das hier auch gewesen sein. Und wir machen uns weiter Richtung unseres Ziels. Kommen wir denn hier weiter? Kommen wir weiter nach unten? Nee, muss jetzt nicht sein. Und starrer Lilly. So. Die Anweisung ist, Pampero wieder nur ab. Wir brauchen das Staralelli nicht. Oh Gott. Na dann. Doppelkampf. Gegen zwei Pokémon Ranger. Gut, Tempo-Hieb. Kriegt man Steigerungshieb. Und Klipprin kriegt einen Funksprung. Das sollte eigentlich laufen. Meryl. Und noch ein Plippon. So, dann machen wir das mal so. Gut, das reicht noch gar nicht. Das reicht noch gar nicht. So, Luxra Level Up und Gengar Level Up. Ja. Hecke kann raus und dann kommt Voltwechsel rein. Jetzt können wir nämlich Luxra auswechseln, falls nötig wird. Das ist aber nett, dass Luxra auf uns reinsetzt. Aber das müsste jetzt eh gewesen sein. Das arme Meryl. So. Dann begeben wir uns. Ein Felino. Können wir mal gucken. Hat doch hier Tauchbälle. Zack. Damit haben wir auch der Felino gefangen. Aber jetzt müssen wir uns weiter über die Route voran machen. Moment, habe ich einen Schutz oder so? Einmal.
So. Dann kämpfen wir mal gegen den Psycho-Hani hier. Guck. Ach nee, er ist ein Forscher sogar. Dann kämpfen wir gegen den Forscher. Aber der hat einen Kadaver, also ist es doch ein Psycho-Hani. Das ist jetzt natürlich ein wenig belastend. Machen wir mal mit Luxa. So, bis. Den haben wir. Und jetzt können wir uns um den Pokéball hier unten kümmern. Gegengift. Okay. So. Wie gesagt, Polizisten brauchen wir erstmal nicht. Ja. So. Bitte machen wir das doch auch. Hefebrumm. Haben wir doch eine etwas stärkere Käferattacke. Pokémon-Sammler Jobst. Machen wir mal so. Er hat bestimmt drei Kleinsteins, weil er ist ja ein Sammler. Tada! Pampyro erreicht Level 36. Ja. Wir nehmen Glut weg. Erstmal für Nahkampf. Nee, wir kämpfen weiter. Natürlich kämpfen wir weiter. Aber das ist lustig, kein Kleinstein von ihm hat Robustheit. Passiert. Oh. Was passiert da? Jawohl, ja! Pampyro hat sich zu Panferno entwickelt. So! Dann kämpfen wir mal gegen die Wasser-Pokémon-Menschen hier. Vier! Und bitte keine vier Carpados. Wir werden nach dem ersten Schmerbel hier mal austauschen. Und unser Luxra reinholen. Ja. Hm?
Das ist egal, ob der Angriff sie. Ach nee, Schmerbarte wieder. Ah. Vergesst das immer. Wir haben ja hier. Einen Bodentyp. Beziehungsweise also Elektros gegen Schmerwald. Ineffektiv. Können wir jetzt bitte treffen, Luxtre? Peter. Ich wechsle mal aus. Nicht, dass sie jetzt irgendwie wieder dreimal daneben haut. Zack. So, haben wir den ersten Angler, Roni. Gut, dann quatschen wir mit ihm hier. Angler Dimitri. Oh, der hat einen Goldini. Ui. Den Goldini? Naja, wir kämpfen weiter. So. Ja, angetrotzt Niederlage weiter. Das ist doch ein. So, dann fahren wir hier noch einmal oben drüber. Ne, gerade nicht. Guck mal. Ich sehe jetzt einfach nichts. Gehen wir mal hier lang. Ah, versteckter Minipilz. Na gut, nehmen wir den mit. Gott, das scheint in dem Gebiet hier aber gewesen zu sein. Hier haben wir noch einen Angler. Nehmen wir den noch mit? Ja, komm. Komm, komm. Er hat nur eins. Ein Karatas. Nein. Ja, Bedroher, bla bla. Glaube ich, hol doch Luxa rein. sah. Hat auch nicht mehr so viel AP. Ja gut, weil wir ja gerade in dem Kampf irgendwie dreimal daneben geschlagen haben, wegen der Genauigkeitssenkung da gerade eben. So.
Das haben wir aber. Gyarados erreicht Level 29. Sehr schön, sehr schön. So, ich guck mal ganz kurz, dass wir ein bisschen... Einmal kurz gegen Heil näher. So, gegen Heil machen wir jetzt. Und mal die ganzen neuen Items hier raussuchen. Aber das sollte erstmal reichen. So, was haben wir denn hier Schönes? Tausche TMs gegen Scherben. Okay, sie gibt uns also sammelt Scherben. Die gibt uns also Scherben. So. Und wieder ein Goldini. Gut, dann sollten wir jetzt ihr zweites Pokémon online kriegen. Mal gucken, was sie hat. Ja. So, Luxtra, kümmere dich mal um ihr Bamlin. Genau deswegen habe ich nämlich Pamferno nicht drinnen gelassen, weil beim Leben potenziell recht schnell ist. Ja, und wenn es uns dann bei dem Wetter mit einer Wasserattacke angreift, dann ist Pamferno. Moment. Weiß ich, gibt es Items. Das wollte ich haben. Da unten. 1, 2, 3, 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4 nach unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, wir sind eins zu weit. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Belieber. Ich war doch noch ein anderes Item irgendwo. Ah, irgendwo da oben. Ein hoch und dann ein nach rechts. Nen Superball. Ha! Oh. Das gibt's doch nicht. Das Mon nervt ein bisschen. Noch mal gucken. Ich glaube, hier unten wird bestimmt auch noch ein Item sein. Habe ich das so ein Gefühl. Mein Gefühl trügt mich. Nun gut, dann gehen wir halt weiter. Zwei, drei, vier, fünf Schritte nach links.
Eine Herzschuppe. Okay, jetzt ist aber auch genug mit Items hier. Nee. Hallo, kann man dir helfen? Hab ich einen Morphe-Stecke? Natürlich nicht, du bist vielleicht lustig. Ich bin mir lediglich ein Schnabbart. Andernfalls würde ich doch wild herumzappeln und versuchen, wieder rauszukommen. Hat zu Recht. Oh, da unten ist noch ein Item. Wir können auch hier noch mal kurz mit unserer Pokéjab gucken. Okay. Gehen wir erstmal wieder aus. TM6 Toxin. Naja. So. Wir müssten dann noch das Ende der Route langsam erreicht haben, ne? Ja, natürlich singst du unseren Angriff. Und erstmal ganz kurz so. Ja, für Bamelin wechseln wir natürlich wieder. Schmeißen wieder unser Luxra rein. Geben ihm einen Funkensprung mit und dann müsste es das gewesen sein. Also wir schrecken jetzt zurück. Danke, Bamelin. So. Die Bären sammeln wir gleich mal ein noch. Von der Fahrrad wieder, um hier rüber zu kommen. Wir hier noch einen Ticken weiter. Will aber nicht gegen ihn kämpfen. Gegen sie auch nicht. Ich glaube, da gibt es nichts mehr, ne? Na, verdammt. Doch, da ist noch ein Pokéball. Na gut, dann kämpfen wir halt doch gegen sie. Ein Endhorn. Ein Fläschchen Zink. Gut. Da wart jetzt aber wirklich hier und jetzt machen wir uns wirklich mal auf nach Weideburg. Da unten ist auch noch ein Pokéball. Wie kommt man da ran? Wird hier unten dran vorbei? Nee. Ah, ich bin da unten auch längs fahren. Mich mal an. Ja. Noch ein Belieber. So. Die Sanana-Bären. Nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, das Fahrrad. Pisselbären. Nochmal Sanana-Bären. Und Sanana werden. Hey!
damit gerechnet. So, wir pflanzen natürlich auch genauso wieder ein. Ne, Gießen brauchen wir hier glaube ich nicht. Wo haben wir den Pilsuff da? Ah, eine Burg. Ja. Ne? Ich glaube, wir. Moment, da stand ja noch ein Typ rum. Aber im Großmaul von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Da musst du unbedingt auch mal hingehen. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Okay, das machen wir, aber das machen wir wohl in der nächsten. Was ist jetzt eigentlich mit unserem Ei? Kann doch nicht sein, dass das immer noch nicht geschlüpft ist. Manchmal bewegt es sich. So, ich würde gerne zum Pokémon Sender. Hallo Pokémon. Nee, das ist Pokémon Arena. Das ist Pokémon Sender. Gut. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, das Ei schlüpft dann in der nächsten Folge endlich. Dann machen wir einen Abstecher wahrscheinlich in die Arena und ins Großmoor. Und für heute soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haut rein. Bis dann. Tschüss.